Willkommen hier aus Le Castellet am Circuit Polerica zu unserer FN22 My Team Karriere. Wir sind in Runde Nummer 12 und ja, das letzte Rennen war zu meins zu vergessen, deswegen nehmen wir die ganze Energie hier mit. Wir haben ein tolles Wetter fürs ganze Wochenende und ich bin noch ein bisschen mehr motiviert, weil ich weiß, es wird nur trocken bleiben. Hier sehen wir es auch schon, 23 Grad, aber da haben wir mal Le Castellet. 5,8 Kilometer, 15 Kurven und 2 DS-Zonen machen das Ganze hier unfassbar attraktiv. Es ist eine sehr ebene Strecke, liegt aber auch daran, dass man nicht weit vom Meer entfernt ist. Aber lasst uns mal das Geschwafel weg, ich bin sehr hyped auf das Rennen. Ich mal mir gute Chancen aus, aber ja, natürlich habe ich mir auch in Spielberg gedacht und auch in anderen Strecken. Los geht's. Unsere Qualifying-Runde. Wir kommen hier aus erster noch über die Ziellinie. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Dann nehmen wir das gelbe Stückchen mit und macht auch gerne ein Däumchen nach oben weg. Und wie immer, schaut auch gerne auf Altyr-Industrie Gaming auf Instagram vorbei. Immer wieder neue Posts und auch gerne auf Itz-Tobi auf TikTok. Links mal alle unten in der Bio und wir sind nach dem ersten Sektor auf P1-Kurs. Das sollte Purple im ersten Sektor. Knapp nicht. Es war knapp nicht Purple. Also da waren 27.000stel. Die uns da auf Lewis Hamilton gefilmt haben, das war eigentlich gar nichts. Ein Wimpernschlag ist das, wenn man es genau nimmt oder wenn man es überhaupt so genau sagen will. Also es ist auf jeden Fall ein sehr knappes Qualifying. Oh, das war knapp, man kann die Kurve aber gut schneiden. Das weiß ich schon von damals. Erster Platz wieder und jetzt sind wir im letzten Sektor, Purple im Mittelsektor. Hier komme ich ein bisschen zu weit raus, kann vielleicht mehr Schwung mit rausnehmen. Okay, nein, das war... Die letzte Kurve war eher so semi, es ist der vierte Platz aktuell, aber gucken wir mal, wo die Uhr stehen bleibt. Es ist P4. Okay, gutes Qualifying, sehr, sehr knapp und spannend auf jeden Fall. Mal gucken. Und deren Oberfläche sehr rau ist. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir... Hamilton, der Professor, Charles Leclerc und Norris, Sainz, Fernando Alonso, Ricardo und Esteban Ocon, Gasly, Magnussen, Guanyu Zhou und Tsunoda, Mick Schumacher, Theo Pourchaire, George Russell und Sebastian Vettel, Bottas, Albon, Stroll, und Nicolas Latifi. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Also die Startaufstellung und wir beginnen mit dem großen Preis von Frankreich. Lichter gehen aus, ohne unser Start war ziemlich gut, aber auch Hamilton hatte unfassbaren Wheelspin. Nur Leclerc müssen wir direkt mal beim Start abdecken, der kommt da richtig nah dran. Und jetzt geht's in die erste Kurve. Ja, ich weiß nicht genau, was ich hier vorhatte. Ich wollte an Verstappen vorbei, der ist dann zurückgekommen. Ich bekam dann einen Pendler. Oh mein Gott, Alter, was geht denn hier ab? Fast-Kollision hier mit Hamilton. Da können wir da reinstechen. Diese gelben Ecken hier gehen mir richtig auf den Nerv hier auf dieser Strecke. Auch hier wieder, es ist eine ziemlich holprige Anfangsphase. Und ja, wir sehen auch schon, was wir hier sehen. Ein Perez und ein Verstappen sind unfassbar. Weit weg, jetzt schon nach den ersten paar Kurven, da kommt ein Alpine, den können wir noch abdecken. Ja, der geht weit außen. Der wollte es außen probieren, hat natürlich nicht funktioniert. Wir kennen die Strecke hier. Man kann hier wirklich nur, wenn man innen ist, oder man kann hier wirklich nur außen holen, wenn man ein besseres Auto hat. Und das hat er anscheinend nicht, also das hat er safe nicht. Und da kommen wir auch gut rein. Auch wieder jetzt endlich gefangen im Renntrim natürlich. Das ist halt auch das Problem. Du kommst zum Qualifying, pushen und dann, ja, kommst du hier rein oder beziehungsweise bist du ja so richtig im Push-Modus und ja, dann kommt das Rennen und du denkst so, okay, ja, die ersten ein, zwei Runden, mach mal ein bisschen runter. Die Reifen sind natürlich anders. Der Benzin ist sowieso, das Auto ist viel schwerer anders zu handeln und da musst du halt auch umdenken und das dauert bei mir wirklich ein, zwei Runden, bis ich dann wieder im Renntrim drinnen bin und ja, hier sind wir jetzt auch endlich drinnen. Wir sind, konnten uns ein bisschen von Esteban Ocon absetzen, der ja auf jeden Fall kämpft, um vor Hamilton zu bleiben. Das sind nur knapp 3/10 und wir können hier die Pace von Verstappen jetzt mal
auf den ersten Blick halten. Wir holen sogar ein bisschen auf. Verstappen hat ein bisschen mehr Probleme wie Perez. Gucken wir jetzt nochmal die Start-Replan, die echt kein guter Start, ja, für mich war. Also der Start war eher so semi-gut. Alle kommen da gut weg, außer ich eben. Wir mussten uns da richtig verteidigen. Gegen erstens mal Leclerc, dann auch gegen Hamilton und ja, dann noch gegen meine Inkompetenz. Hier zu früh eingelenkt, Quersteher. Vorher noch, dann zu früh eingelenkt. Dann kommt hier Hamilton vorbei und links wäre dann noch fast der Ferrari vorbeigekommen. Aber auch Hamilton hat ja ein bisschen die Kurve gekürzt, da konnten wir reinstechen. Ja, hier fliegt dann wieder das gelbe Teilchen. Ihr wisst, ich liebe es und da konnte sich Ocon durchquetschen. Das war natürlich sehr strong, dass, oder halt gut für uns, dass hier Ocon vorbeigekommen ist, durchgerutscht ist. Sonst ja, wäre es noch viel, viel schwieriger geworden. Aber ja. Und ja, dann sehen wir auch hier dieser Zug, der sich da angebildet hat. Zwei McLaren, der Alpine da mittendrin, der Ferrari und auch Hamilton. Und wir sind mittlerweile in der vierten Runde. 1,6 Sekunden, hat sich nichts mehr getan zu Verstappen. Wir gehen in die Box rein, probieren einen Undercut, irgendwie irgendwas. Auch, ja, Lewis Hamilton macht uns nicht nach. Keiner kommt noch rein, wir sind sicher ein, zwei Runden zu früh, aber es sind nur 13 Runden und Le Castellet ist jetzt nicht eine reifenfressende Strecke, deswegen kann man sich solche taktischen Spiele erlauben. Ich würde mal sagen, es ist, ja, erträglich. Also wir kommen hier eigentlich okay durch, unsere Pace ist unfassbar strong. Also wir sind jetzt nicht so auf Kurs, dass wir hier, ja, mit meilenweiten Abstand gewinnen können. Aber, dass wir schon mal uns vorne halten können und ja, sogar ein bisschen auf Verstappen aufholen können, zeigt natürlich auch, wie gut das Paket aktuell ist. Also das macht richtig Spaß, wenn das Auto auch endlich mal funktioniert und richtig Pace bringt. Wir sind jetzt auf dem letzten Platz, aber ja, jetzt heißt es natürlich pushen ohne Ende. Wir müssen auch schnell durch dieses hintere Feld durcharbeiten und wir müssen richtig, richtig angasen. Vielleicht können wir, wenn jetzt noch ein paar reinkommen, vielleicht können wir da was deichseln, vielleicht kommen wir ein bisschen weiter vorne raus. Das heißt natürlich, ich weiß nicht genau, ob der Undercut funktioniert bei diesen Bedingungen. Mal gucken. Jetzt sind die ersten in der Box drin, wir haben es auch endlich geschafft, ans hintere Feld anzuschließen. Hier vor uns ist Albono und davor Mick Schumacher. Das ist natürlich jetzt mal zwei Leute, die wir easy überholen sollten. Mal gucken, wer ist in der Box. Es ist ein Mercedes, aber kein Red Bull. Die fahren auch vorne weg, oder? Ich weiß nicht genau, ob hier ein Red Bull dabei ist. Ich sehe es nicht. Oh, doch. Vor Mick, glaube ich, fährt ein Red Bull herum. Ja, das heißt natürlich, der Undercut hat ein bisschen versagt, wenn es jetzt Verstappen ist. Wenn es Perez ist, dann ist es natürlich gut. Ja, es ist Verstappen, kacke. 1,4 Sekunden. Minimal hat der Undercut was gebracht. Der hat so 3/10 gebracht. Natürlich könnte er jetzt mehr bringen, wenn der von ein paar langsamen Autos aufgehalten werden würde. Das wäre natürlich strong, aber es sieht mir nicht so aus. Der ist schnell, der ATS, glaube ich mal. Weil sonst wäre der nicht noch viel schneller wie wir. Mick Schumacher, den sollten wir jetzt auch catchen. Vielleicht kommen wir ein bisschen besser raus. Ja, locker, wir kommen da gut raus aus der Kurve. Natürlich sind die roten Reifen auch nach 6 Runden schon eher, würde ich mal sagen, down. Da geht's in die schnelle Rechtskurve nebeneinander. Easy going vorbei. Und jetzt sind wir in der 7. Runde, Leute. Und jetzt könnte wirklich was passieren, mit dem ich absolut heute nicht gerechnet hätte. Norris mal natürlich mit der Genius-Strategie, weiße Reifen. Aber wir könnten hier einen Angriff auf Max Verstappen wagen. Wir sind noch 7 Runden, sind noch zu gehen. Und es sieht so aus, als ob ja die Red Bulls mit den gelben Reifen jetzt nicht so strong wären wie wie mit den roten Reifen. Wir kommen unfassbar gut dran. Wir kommen schön mit. Und ja, natürlich heißt es jetzt auch im DRS-Fenster bleiben. DRS sammeln und natürlich dann angreifen. Ich freue mich extrem. Raus geht's hier. Jetzt heißt catch der Bulls. Und der dritte Platz ist uns, ich würde mal sagen, fast sicher. Ich meine, es sind 5 Sekunden zu Lewis Hamilton und der hat das ganze Rennen irgendwie jetzt auch nicht, ja, so den Anschein gemacht, als ob der uns irgendwie heute, ja, Parole bieten konnte. Es ist ein Traum. Wir sind jetzt zwar 9/10 weg, aber es ist ein Traum. Wir können da vorne aktuell wirklich mitfahren und das, ja,
wo Leclerc Weltmeisterschaftserster ist und sowieso nicht mal in den Top 5 ist. Das ist sehr, 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 sehr gut. Besser könnte es eigentlich nicht laufen für uns heute. Da dürfte auch irgendwas schiefgegangen sein, weil wenn ich da links auf die Minimap gucke, ist das ein Ferrari, ich bin mir nicht ganz sicher, der hier fast überrundet wird. Der fährt da gerade mal Ende Sektor 1 und wenn es wirklich Leclerc ist, ist das natürlich echt ein Paukenschlag für ihn. Dann ist das wie Frankreich 2022 in der richtigen Formel 1 für Leclerc. Und wir sind nur 1,2 Sekunden von Checo. Nein! Das ist der Ferrari, der noch nicht gestoppt hat. Ja, na, jetzt habe ich es auch gesehen. Es ist hier noch immer noch der ferne Kampf um den ersten Platz. Denn der Ferrari vorne war noch nicht drinnen. Es muss dann vermutlich Leclerc sein, der mit Gelb gestartet ist. Jetzt ist es ganz, ganz knapp. Sogar im DRS-Fenster theoretisch zu Checo Perez sind wir hier. Also es ist so knapp, war es das ganze Rennen noch nicht. Die Battle for the Second. Aber es ist natürlich hier der Kampf, der interne Kampf um den ersten Platz. Und nicht nur intern, denn ich bin ein Externer. Ich möchte hier vorbeikommen. Ich möchte an Verstappen, an Perez vorbeikommen. Wenn ein komischer Move von Verstappen an Perez kommt, wenn irgendwie ein blöder Versuch von Perez kommt, ein Fehler von Perez, von Verstappen kommt, dann bin ich da. Ich bin in Schlagdistanz. Ja, und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu zibbelig. Man merkt das auch. Dann fahre ich irgendwie die Pylone nieder oder Karte an Kurven, die ja man eigentlich sauber fahren müsste. Das ist halt ein bisschen, so dieses Ungewohnte noch, wenn man dann um den Sieg fahren kann. Aber jetzt hier kommt Perez, der hat Verstappen abgedrängt und wir sind direkt dran. Verstappen, gehen wir mal außen vorbei, das wird nichts. Aber im Windschatten hängen wir uns hier dran. Vielleicht können wir ein ähnliches Manöver wie gegen Albon vorhin wagen hier. Es geht noch nicht, aber ein Perez hat hier richtig die Asi-Linie gegen Max Verstappen gepackt. Der wollte hier vorbei und hat ihn da wirklich richtig, richtig weit gestört. Wir gucken uns das nach in der Ripple noch an. Hoffentlich können wir daraus unseren Vorteil ziehen. Ich möchte auf jeden Fall vorbei. Wir sind dran. Wir haben gute Reifen und es ist auf jeden Fall noch genug Zeit, um die beiden hier zu jagen. 7 Zehntel zu Perez. Mittlerweile war auch der Red Bull in der Box, es war Leclerc, der ist aber weit nach hinten zurückgefallen, weil er eben eine blöde Strategie hatte. Im Windschatten machen wir uns hier mal sichtbar, um Max Verstappen zu signalisieren, hallo, wir sind auch da, das war wieder scheiße hier, richtig beschissen gefahren, das war nix gut. Aber jetzt könnten wir wirklich, Verstappen bekommt auch DRS, ich hoffe natürlich, dass da wieder so ein Move kommt, weil Perez muss sich verteidigen, Perez ist auf jeden Fall auf dem ersten Stuhl, 2 Fahrer hinter ihm und es sind nur 3 Zehntel von Verstappen auf Perez. Also der wird auf jeden Fall einen Angriff wagen und Perez kann den Druck nicht standhalten. Schaut anscheinend so aus, mal gucken. Oder Verstappen mit dem hitzköpfigen Manöver, er setzt sich außen hin wie vorhin und Perez, nein, Verstappen ist weit gegangen. Verstappen, ja, und dann sticht er einfach zurück, nö. Verstappen ist weit gegangen, der hat sich hier verschätzt und geht daneben die Strecke. Das war natürlich, eigentlich easy going für uns. Und jetzt ist Perez eigentlich freiwillig. Wir können hier, schön Perez folgen. Wir hängen in den Windschatten. Und ich hoffe natürlich, ich hoffe so stark, dass dieses Märchen heute einfach mit einem Sieg beendet werden kann. Perez, du Mother... Okay, nein. Perez, du unfassbar genialer Fahrer, kannst du bitte noch einen Fehler einbauen? Aber wir müssen natürlich jetzt mit unserer Leistung glänzen. Auf der langen Geraden, haben wir auch vorhin gesehen, hat Perez seine Schwierigkeiten, hat natürlich kein DRS. Hier können wir uns schon mal ein bisschen dran arbeiten mit DRS on, EIS on. In Windschatten hängen wir drin und der Abstand geht auf... Na, jetzt gucken wir uns mal die Replay an. Das war sozial auf jeden Fall. Und hier geht Verstappen weit, wir können da innen zurückschlagen. Verstappen wollte natürlich kontern oder wollte so schnell wie möglich auf die Track zurückkommen. War aber nicht da. Jetzt sind wir an Perez dann und er verbremst sich. Und genau in derselben Kurve bekommen wir ohne Aufwand den ersten Platz geschenkt. Perez hat durch sein inkompetentes Fahren hier leider seinen ersten Platz verspielt. Beinahe wäre er sogar Dritter geworden. Was für ein Luck muss man denn haben?
wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das ist halt echt die Devise. In der vorletzten Runde verbremst sich Perez so hardcore, dass wir einfach durchschlüpfen können. 7/8 Zehntel sind es jetzt sogar. Also what the fuck geht denn heute ab? Wir können dieses Rennen easy going, aber wirklich easy going, ohne Fehler, beenden. Wir haben hier zwar einige, ich würde mal sagen, Track Limits nahe vergehen, aber dennoch muss ich sagen, wir können das Rennen hier wirklich für uns entscheiden. Wir gewinnen den großen Preis von Frankreich vom 4. Platz aus, weil sich einerseits natürlich ein guter Start erwiesen hat, aber weil sich die Konkurrenz selbst im Weg stand. Verstappen und auch Perez haben verkackt und wir konnten dadurch unseren Vorteil holen. Der dritte Saisonsieg und das in unserer Debüt-Season. Was für ein Rennen, Leute. Ich freue mich so, wow. Also ich hätte mit dem absolut nicht gerechnet, dass wir heute hier ganz oben stehen. Ich meine, Podium vom 4. Platz aus bist du vielleicht, ja. Aber nach dem beschissenen Rennen gestern in gestern in Österreich, dachte ich mir so, oh mein Gott, und. Aber wir konnten so unfassbar heute glänzen. Yes, wirklich, yes, yes, yes. Ich gönn's uns so stark. Der Greedy. Right foot. Tolles Rennen, wirklich. Hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht. Denn es war wirklich unfassbar. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Und es war so verdient, würde ich mal sagen, dass wir hier gewinnen konnten. Ich weiß noch nicht, wo mir fehlen die Worte, echt, mir fehlen die Worte. Es ist phänomenal, sensationell und einfach nur genial. Es ist einfach fast wie ein Märchen. Perez hier ins Ausgeschickt. Sogar die schnellste Rennrunde konnten wir mit 5 Zehntel. Es waren knapp. Es waren ein bisschen mehr, aber dennoch konnten wir hier gewinnen. Wir sind 4. Platz in der WM, aber dieser Sieg heute war wirklich bahnbrechend. Ein tolles Rennen, es hat so unfassbar Spaß gemacht. Wir konnten wirklich alles hier in der Rivalität gegen George Russell uns sichern und holen ein bisschen auf, weil Russell immer noch vorne ist, aber trotzdem. Wow, was für ein Rennen. I love it. Tolles Ergebnis und ich würde mal sagen, wir haben es uns verdient heute hier ganz oben zu stehen. Aber ja, was sagt ihr zu dem Rennen? Wie hat es euch gefallen? Und würdet ihr mir genauso recht geben, dass dieser Sieg heute verdient war? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir bekommen nur 100.000, das ist echt wenig. Unsere Sponsoren könnten ein bisschen mehr Geld zücken für einen Sieg. Aber trotzdem, ich meine, wir können uns zufrieden geben. Was für ein toller Grand Prix. Mich freut es, meine Stimme ist auch schon weg. Und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir gewinnen auch das nächste. Oder können auch beim nächsten wieder so gut abschneiden. Es ist ja eine defensive Strecke mit Ungarn. Morgen oder übermorgen. Oder später auf TikTok. Noch auf itz_tobi. Auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Und natürlich, falls euch das Video und auch mein Kanal gefällt, abonniert gerne kostenlos hier. Supportet uns und lasst unbedingt gerne ein Däumchen hoch da. Bis morgen oder übermorgen. Und ciao.